aber auch einen besonderen Gast hier neben mir stehen, Eik Moritz. Sie sind extra angereist, aber ursprünglich sind Sie in Bergedorf geboren. Ja, auch mal so sagen, um mal so ein bisschen die Verbindung aufzubauen. Sie sind aber jetzt schon seit Jahren in Südafrika. Ja, also ich bin zum ersten Mal direkt nach der Bundeswehr 92 nach Südafrika und dann nochmal nach England für ein paar Jahre und jetzt seit 2005 konstant in Südafrika, ja. Und dort füllen Sie wirklich Hallen, vergleichbar tatsächlich mit der Barclaycard Arena hier in Hamburg. Und jetzt sind Sie hier in Bergedorf und man mag es kaum glauben, wenn man das als erstes hört. Und Sie spielen gleich hier auch noch auf der Bühne. Ja, ist total schön. Also hier habe ich noch nicht gespielt und es ist eigentlich verrückt, aber ja, ist schön, dass es heute klappt, dass das Wetter auch so toll ist. Ist echt unglaublich. Letztes Jahr waren wir hier, es hat nur geregnet, also es war echt super. Man muss wirklich sagen, toi toi toi, das Wochenende soll ja auch schön werden. Könnte Ihnen ja auch zugutekommen. Werden Sie auch ein bisschen das noch genießen, wo Sie schon mal auf Heimaturlaub sind? Auf jeden Fall, ja. Also wir gehen auf jeden Fall mit der Family noch schwimmen und so weiter. Also ja, mit dem Wetter, ne? Was sind so Sachen, die Sie als allererstes machen, wenn Sie wieder zurück in Bergedorf sind? Es sind einfach so die alten Plätze abzulaufen, Sachsentor, Joggen gehen im Wald, oben auf dem Fußballplatz zu gehen und zu gucken, was da mit dem Nachwuchs abgeht und so. Oder ja, also das, ja, die ganzen alten Plätze praktisch halt. Ja, die Altstadt ist halt immer wieder was Wunderschönes. Also auch für meine Frau, die es noch nicht kannte und so weiter, ist jetzt halt hier zu sehen und schon was Besonderes. Ich meine, Südafrika, das älteste Gebäude ist, weiß nicht, 120 Jahre alt und ne, das ist schon ganz schön was hier. Ist was anderes, ne? Tatsächlich können wir dann ja auch echt schön heute vorm Schloss direkt zu ihrer Musik nachher noch ein bisschen feiern und lauschen. Und da sind wir beim Stichwort, ich möchte gerne noch was hören und wir kriegen gleich einen exklusiven Vorgeschmack schon. Insofern bedanke ich mich erstmal für das Interview und machen sich bereit, damit wir gleich auf der Bühne mehr von Ihnen erfahren. Super, danke schön. Okay, danke auch. Es ist im Hamburg-Journal, aber jetzt Bühne frei. Schon am ersten von drei Tagen wird schon einiges gibt. Auf der Bühne jetzt gerade Eik Moritz, extra aus Kapstadt bzw. aus Südafrika herangeflogen, zu Heimaturlaub quasi. Er spielt jetzt hier auch gleich. Michi, bitte ich. Sie sind, du bist, muss ich jetzt auch mal so sagen. Ja. Du bist ja NDR 90,3 DJ, altbekanntes Gesicht. Natürlich ist auch bei der Sommertour nächste Woche mit dabei. Aber auf was freut man sich jetzt erstmal hier auf der Hafenmeile? Ja, genau, auf die Kapperpiraten. Ich habe da schon mal ein Exemplar mitgebracht. Die heißen so, weil sie kappern Songs und Piraten. Sie entern die Bühne, machen keine Gefangenen. Und wer nicht mitfeiert, nicht mittanzt, der wird dann später so aussehen. Die machen so eine kleine musikalische Zeitreise in die 80er Jahre. Das heute Abend und morgen das Highlight. Da geht dann in die 90er Jahre, Captain Dance, der wird dann Songs von Dr. Alban, von Hathaway, von Culture Beat, also die Riesenkracher der 90er Jahre, morgen Abend, das wird eine wahnsinnige Party. Ich danke dir, dann viel Spaß, vielen lieben Dank und ich merke, also für Sie ist einiges hier schon mal geboten, direkt am Schloss, aber nicht nur dort.